Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Captain of Industries. Bin ich blöd? Big Ambition sind wir heute. So, bleib stehen. Wir holen uns jetzt für unsere Raximus-Com-Station kurz ein bisschen Getränke. Holen wir uns einen Karton schnell und dann hat sich das schon erledigt. Die kaufen wir schnell bei $34 für eine Kiste, ist ja wurscht. Wo gehen uns jetzt überall? What? So viel Zeit ist gar nicht vergangen, dass das alles schon wieder leer sein kann. Unimarkt, Tiefkühlkost ist leer. What? Ich schau mal kurz in unsere Zentrale. Irgendwas muss ja schief laufen gerade. Es geht. Aber es ist nur Unimarkt, oder? Nee, Rechen Frisch Süd auch. Getränkedosen, alles leer. So, warte mal, füllen wir das hier auf. Zack. Wen, da kamen wir heute? Mittwoch. Leute, wo arbeiten? Oh, warte mal. Ich muss euch alle neue die PCs zuweisen, da war was. Es ist ja das neue Büro. So, du ganz unten. So. Das ist das neue Büro jetzt. Schick, so. Trotzdem, Leute, was ist mit meinen Bestellungen? Was ist mit meinen Einkäufen? Logistikmanager. Nee, warte mal, ich kann aufs Lager gleich gehen, dann sehe ich, was da abgeht, oder? Nee, warte mal, das ist nur... Irgendwo konnte ich aufs Lager gehen. Da, hier. Ich habe Getränkedosen, oder ist es, weil heute keiner da ist? In 3 Tagen geht leer. Frische Lebensmittel, Tiefkühlkost brauche ich und preiswerter Schmuck geht mir auch leer. Also frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. Frische Lebensmittel und Tiefkühlkost geht mir voll. Tiefkühlkost ist aktuell teuer. Wir machen die Bestellung aber trotzdem. Was ist an dieser Bestellung jetzt gerade so extrem teuer? Ich bestelle einfach gerade viel nachher. Wir können es uns ja leisten. So, Basskopfhörer brauchen wir auch noch, habe ich gelesen. Einfach auch mal eine volle Bestellung nochmal und dann sollte es schon passen. Aber schick schaut's aus. Relativ offen, löblich. Also sie haben keinen großen Besprechungstisch eingebaut, wie es ausschaut, ne? Dafür 2 Reinigungsstationen, ne? Couch-Ecke und das Ganze mehr. Na, schau, das ist das Taxi. Wir schlafen mal drüber und dann schauen wir, was passiert. Morgen müssten unsere Lager ja eigentlich wieder dann auf Stand sein. Wenn das das ganze Problem war, gehen wir nochmal eine Runde zocken erst. Zeit überspringen. Oh ja, jetzt sind die... das ist viel leer. Schlafen wir 7 in der Früh, dann sollten sie die Lieferung eigentlich gebracht haben. Holy shit! Lass mich raten, meine Lager sind voll. Es hat sich wieder alles erledigt. Ich habe 9 Nachrichten. Ja, okay.
Zwei Employees. Friedliches Arbeitsumfeld und auch friedliches Arbeitsumfeld ist kein Problem. Du hast mir die Ausstattung gemacht. Ah, hier. Angenommen. Ist mir wurscht. Hauptsache es ist drin. Das habe ich aber nicht gesagt. So, frische Lebensmittel, Essen, zack. Ich wollte mir das Lager anschauen, genau. Oh ja, unsere Lager sind voll. Lager ich viel eventuell? We are rich! Rich bitches! Woo! Nee, jetzt schauen wir mal kurz Lager. Hier. Preiswerter Schmuck und Eiscreme. Ach, leck mich doch! Ich muss mal kurz das wieder unseren typischen Weg machen hier um die Ecke. Zum Glück ist heute Donnerstag. Ja, da kann ich noch einkaufen. Ich brauche nebenbei. Oh Gott. Wo sind die Wegen? Aha. Oh, das ist cool. Könntet ihr mir wo... Main-Vertriebslager. Bis Freitag Artikel hinzufügen. Palettenlager. Gib mir 14. Bestellen. In Ordnung. Cool. Das ist, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. OMG, das ist geil. Genau das wollte ich die ganze Zeit. Wahrscheinlich hätte es die ganze Zeit das auch gegeben. Also kann ich einfach alles an den Laden liefern und muss mich nicht darum kümmern, das alles zu transportieren. Gut, was ich jetzt aber mal herausfinden wollte, ist die Zufriedenheit. Fernsehen, Computerspiele spielen, Bücher lesen, trainieren, Glücksspiel, nur freitags abends. Da könnten wir morgen mal hingehen, am Schiff entspannen. Einen DJ-Stand daheim haben. Wichtige Ziele erreichen, wie ein Hauptquartier öffnen, den ersten Angestellten. Spaziergänge im Park. Zum Skatepark gehen. Guten Umsatz. Ja, guten Umsatz haben wir immer, aber ich würde mal gerne zum Skatepark gehen. Bring mich mal zum Park, das will ich mir jetzt mal geben. Was soll sich das bitteschön bringen? Beziehungsweise, was gilt als Park? Bist du das geltende Parkgelände? Andere Frage, wo soll der Skatepark sein? Das schaut mir nach dem Skatepark aus. Ah, schau her, meine Laune geht echt nach oben. Ich lauf durch den Skatepark. Ja, also warte mal, rückwärts. Ich nenne den Trick den großen Willi. Wow! Und, jawohl, und wieder rückwärts runter. Yes! Wow! Yay! Und jetzt die Bande entlang. Wow!
Was ihr könnt, kann ich schon lange. Au, 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 au. Können Sie bitte loslassen? Ich bin in Gefahr. Dankeschön. Ja, bada, bada. Wo muss ich überhaupt hin? Ich will zum anderen Park noch. Aber der ist ja am anderen Ende. Scheiß drauf. Jetzt fahren wir jetzt. Wir fahren E-Roller. Ah. Wo war die nochmal Reinigungskraft? Jau, wow. Au. Bin ich auf dem richtigen Weg? Zwei Straßen noch vor, also drei Straßen, dann passt das schon. Komm, ich bin risky, risky, woo! Da ist unser Headquarter. So, ein E-Scooter ist schon schnell. Da müsste gleich dann unser Ding drin sein. Ist der Paradox? Ach, guck mal, da ist der Park. Upsala, Entschuldigung, der Kratzer war nicht von mir. Ah, stellt euch auf volle Zufriedenheit. Cool. Woo! Also ich muss die auch nur eine Sekunde besuchen und das gilt dann schon als Zufriedenheitsaufwertung. Oh, nicht schlecht. Ich darf es nicht parken, was soll denn das? Da standen doch gerade eben noch Taxis. Dankeschön. Ich habe gesagt, ich nehme Ihre Dienste in Anspruch. So. Jetzt wird noch eine Runde zocken. Das ist bei mir. Ich mache jetzt eine Runde zocken, dann gehe ich sporteln, dann mache ich jenes. Ah ja. So, jetzt gehen wir bis morgen mal schlafen. Lieferung müsste angekommen sein. 180.000 Umsatz. Wow, das ist so übel. 1,1 Millionen am Konto. Rivalen, wo stehen wir? Platz 5. Wir haben trotzdem immer noch eine gute Preisentwicklung. Alter Verwalter, der Saturn hat voll eingeschlagen. Ah, ich find's geil. Ich will mir überlegen, ob ich die 1,1 Millionen anlege. Oder was wir damit machen können. Taxi! Als erstes fahren wir mal zu unserem Vertriebslager. Dann schauen wir unsere Nachrichten an, weil es gab zwei neue Mitarbeiternachrichten, eine goldene Krankenversicherung. Sollten wir alles schon erledigt haben. Aber gleichzeitig sollte jetzt hier eine Lieferung irgendwo stehen. Hey, die haben gesagt, heute kommt eine Lieferung. Gut, dann können wir noch die Putzfrau zuweisen. War das nicht die Putzfrau, die uns fehlt für ein Ding, Fresh and Fresh? Ah, da habe ich das, wo habe ich denn die andere jetzt her? Irgendwo habe ich eine Putzfrau abgezogen. Habe ich beim Saturn einen abgezogen? Ich glaube, beim Saturn habe ich einen abgezogen. Dann wird die jetzt einfach dem Saturn noch zugewiesen. Heute krank, aber du wirst jetzt Saturn zugewiesen. Mit der Saturn-Kleidung, dann gehen wir zum Bismann. So, wo ist die Putzfrau? Du wolltest Vollzeit, ne?
Ja, stimmt, das Spiel ist ja amerikanisch, da zählt ja alles. Erzählt das ja als volle als Vollzeit. Gut. Putzreinigungskräfte für den Saturn sind auch ready. Hä, wann sollte die Lieferung denn anscheinen? Ich hätte doch heute eigentlich... Da, schick, da schon. 14 Paletten. Wie ich es wollte. Aber schau dir an, das ist super. Jetzt haben wir 14 Lager. Und die kann ich jetzt erstmal hier platzieren. Und sollte dann genug Ressourcenplatz auch haben, dass ich die Lieferung für unsere nächsten Sachen noch holen kann. Das ist grandios. So. Schau, wie viel schon wieder da sind. Das ist super. Sollte reichen, damit wir so viel wieder nachbestellen können, dass wir die nächste Zeit wieder Ruhe haben. Also hoffentlich. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Müssen wir das Ganze nochmal aus der Nähe anschauen. Platziert sind sie gleich, gut. Ich bin nicht sicher, aber draußen sollte vielleicht noch eins, zwei Sachen stehen, ja. Zwei stehen noch da. Die platziere ich jetzt hier so. Ah, schön. Lager wieder voll, so will man das. Dann kann ich jetzt bei Imbissmann schauen und Ding, jetzt kann ich hier gucken. Eiscreme, preiswerter Schmuck und Noise-Kopfhörer sind vor allem das Schlimmste. Kann ich mal, alles so resetten. So, okay, dann ist der Verkauf hier drin. Wir haben gesagt, laut Bismen, Eiscreme, Eiscreme und Getränkedosen hier. Eiscreme. Halt nochmal einen 30.000er Kauf. Getränkedosen machen wir gleich mal 40.000, weil Getränkedosen gehen immer. Dann günstiger Schmuck, war auch preiswerter Schmuck gleich ist, ja. Ah, hier muss ich dann. Ich bin mir nicht, ob sie neu ist, aber ich glaube schon die da. Preiswerter Schmuck kaufen wir nochmal. 20.000.
1,2 Millionen sind es. Hups, vielleicht sollte ich das lassen. 2000. Bestellen. Gut. Dann sollten morgen gute Lieferungen kommen und es sollte sich erledigen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.